Da stehen 8 Stück. Läuft wieder. 9 Stück. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder back in action. Project Zomboid mit Radonia. So, Waffenschränke hast du gesagt, brauchst du, ne? Kühlschränke. Heute werden wir ja mal schauen, dass wir ein bisschen shoppen gehen. Die ganze Hütte haben wir jetzt kurz und klein getreten. Der Traddel möchte eine neue Einbauküche haben. Also soll er eine kriegen. Braun, schwarz, rot oder weiß? Ich würde sagen, ganz edel in weiß, ne? Hauen wir die Fliesen noch hier komplett raus? Die Küche. Die Küche kommt komplett raus. Da machen wir ordentlich rein mit Fliesen und allem. Würde ich gut. Ich gehe schon mal runter, ne? Ja, so schnell geht das nicht. Ich muss das ganze Zeug, was ich vorhin raus... Ach, langsam. Ja. Alles gut. Lass dich nicht jetzt... einsammeln jetzt. Ach du Scheiße. Tradel, hier sind ganz viele Zombies. Was? Das Parkhaus ist voll mit Sets. Oh. Nicht so schnell. Ich muss die Schrotmunition suchen. Oh, Käse. Wo kommen die denn auf einmal alle her? So schnell kann ich doch gar nicht runterrennen. So lange ist da jetzt kein Runner bei. Blitz euch alle auf hier. Doch, da war ein Runner. Hinterm Auto ist noch einer. Blau. Sehe ich nicht. Schatten. Krabbelt. Ja, Tür. Er hat keine Schädeldecke mehr. Da haben sie die Pelle runtergezogen. Los hier wieder. Mensch! Das Ding klemmt jedes Mal. Ich muss die sauber machen. Ja, muss ölen, das Ding. Einer ist panisch. Hier ist was im Busch. Ja, oh. Der Speer ist fast im Arsch. Ich hab schon gesehen, da war was. Bereithalten. Er will rennen. Zieh voll durch da. Wie die du nicht schaffst, die hole ich mir schon. Guck mal, der dürre Hering hier. Komm her. Nachladen. Muss die Pistole erst nachladen. Der Speer macht aber nicht mehr lange, ne? Ist jetzt kurz vor Exitus. Ich würde mal interessieren, wo die Viecher auf einmal jetzt wieder hergekommen sind. Da ist nochmal ein Rudel. So, ich erstmal hinterm Haus gucken, ob hier was passiert. Nur sicher ist sicher, ne? So, ja, können wir das gleich machen, damit das nicht zu überhand nimmt. Du, wir brauchen das Zeug nicht. Alles, was hier liegt auf dem Boden, so wie es ist, rein in den Mülleimer. Gut, machen wir. Alles, auch den Dünger, alles weg. Der Dünger kann auch komplett weg? Ja, weil wir kriegen für jede Leiche Dünger. Also das muss weg. Ja, wieder irgendwo was kreuchen und fleuchen. Noch sehe ich keinen. Dass diese scheiß Mülltonne so klein ist, ne? Wir müssen uns nur absprechen, wer was nimmt, ne? Jacken, Hosen, weil sonst unterbricht das ständig. Mach die Sneakers. Wir könnten gleich noch die blaue Mülltonne holen. Industrie. Da passt mehr rein. Wäre besser. Mach die Schuhe dann, ja? Ja. Dass das hier alles so lange dauert. Das Problem ist, wir sind nicht ausgeruht, wir hätten noch schlafen müssen. Also ich bin bei 68 und du? Der Handballer dabei. Wie hoch bist du? 68? Schlafen, 78. Ja, das reicht schon. Da wird man schon langsamer.
Apropos, warte mal. Komm mal her. Hier rüber. Wo ist er? Wo ist er? Den habe ich gar nicht dabei. Verdammt, vergessen einzupacken. Okay, machen wir nachher. Legst du den Dünger die ganze Zeit an oder die Jacken? Hose. Ah, die Hose ist es. Mach die Schuhe, ja? Doch nicht. Weil das unterbricht ständig hier gerade. Ich hab Jacken, Hose und Dünger. Das war auch ein Saustall hier. Zumindest können wir aufräumen, ne? Die Musik hat aufgehört zu spielen. Ja, ich geh bitte los. Die Teile noch hier. Oben waren auch Jacken, ne? Achso, genau, wir müssen hier noch die... hier kommt das Fahrzeug nicht rein, ne? Hier drinnen. Ich glaube nicht, nein. Ich guck mal eben. Ey! Böser Schubser Richtung. Wir doch mal, ob das hier soweit funktioniert. Das tut nicht so, wie ich es gerne hätte. Schade eigentlich. Yay. Wie ist das dann, wenn aber durch den Mod tote Zombies Blut verteilen? Wird dadurch dann auch angenommen? Nein. Aber wenn du eine blutige Bande oder infizierte Bandage hast, sieht die ganze Sache schon anders aus. Ey, ich komm noch ein paar leicht. Mach langsam. Drinnen müsstest du noch mal. Jetzt fährt er schneller, ne? Naja, wenn er leer ist, dann ja. Jetzt gehst du nach draußen noch ein bisschen. Nach dem Tor scharf rechts. Ganz, ganz rechts, ganz rechts. Kannst du noch. Rechts. Okay. Ende Radius war. Oh, der macht mir ein bisschen zu schaffen, aber ist alles machbar. Jetzt klemmt das Ding wieder. Hey, draußen ist noch ein Haufen, da kann man weg dann. Schau draußen bitte dann noch mal. Das haben wir gleich. Lass mal gucken hier, was haben wir denn drin? Ui. Ui. Natürliche Auslese. Gefällt mir. Die komplett nackig gemacht, ne? Silberkreol. Militärstiefel. Pushdagger. So viel ist dann auch wieder nicht drin zum Ey. Nicht so weit hier rumquälen, ne? Ernsthaft jetzt? Das ist ziemlich wenig Platz da, wenn man sich daneben stellt. Merk schon. Aber es müsste gehen.
oder? Oder kann es nur einer? Nee, ist machbar. Was? Ach, alles gut. Ich fange mal unten an, ne? Du fängst unten an, okay. Dann fange ich oben an. War flott hier. Ist schon wieder hell draußen, ne? Sollen wir gleich mal hochdüsen? Ja. Lass die Sachen doch stehen, die können doch eh nicht weglaufen. Gut, dann noch eines Auto. Ich würde sagen, wir fahren mit zwei Autos hoch. Ich habe vorhin, also letztens noch so ein Ding da vorne gesehen. So einen zweiten Hänger. Mehr als genug. Vertue dich da nicht. Das reicht. Ach komm. Für das Zeug. Hast du einen Schlüssel für den Wagen hier? Er ist Kernschrott. Außerdem. Gerade. Fahr mal durch. Ich glaub mal eben zu Fuß. Du könntest den großen LKW hier rausfahren. Der steht eh im Weg. Ja, da ist der erstmal drin. Ach du Scheiße, jetzt ist es noch neblig geworden. Ich finde, ein Auto ist angenehmer. Was hat der UPS-Wagen eigentlich? Was ist denn hier draußen los? Das sind richtig viele Zombies unterwegs, Sembri. Echt? Ich würde hier nicht so lange Lucky. Ich würde nicht Lucky machen hier draußen zu viel. So was kaputt gemacht? Nichts nicht auf. Geht doch. Oh. Oh. Hier ist ein Fernseher drin, hier ist ein Grill drin. Grüner Wandschrank. Das sind die Militärdinger, ne? Roter mobiler Werkzeugschrank. Hier haben wir nochmal eine Satellitenschüssel. Einmachgläser. Metallfass. Den braunen LKW? Ja, hier. Warte, wie viel Kapazität hat der? Nehme ich den gleich direkt mit. 500 und paar zerdrückte. Ja, und? Guck mal, die lassen wir erstmal drin. 650 haben wir hier. Das siehst du, geiler geht's doch gar nicht. Das ist der kleine grüne Schrank? Ja. Würde ich trotzdem mitnehmen. Oh Mann. Meinst du nicht? Ja, nee, die großen, da hast du mehr, glaube ich. Da passt mehr ja, rein. Ja gut, hast auch wieder recht. Da haben wir nicht ewig Platz. So, wo bist du? Hinterm Wagen. Du kannst, glaube ich, schon mal vorfahren. Ich komme hinterher mit dem UPS-Wagen. Wobei, stopp, warte mal. Ich glaube, ich muss das Ding erstmal knacken. Kannst du mir den kurz schließen? Das ist eigentlich unnötig. Das Ding hat 670 Ladevolumen. Ist noch nicht mal repariert. Hallo, schweig still. Ja, weil das ist langsam, das Ding, was du hier hast. Ich mach das schon. Vertrau mir. Vielleicht finde ich ja noch was ich gerne mitnehmen möchte. Warte, erstmal die Tür aufkriegen hier. Wahrscheinlich geht eher der Alarm los. Ja. Ich hab's gewusst. Das kann man nicht abschalten, den Alarm. Doch, das kann ich. Parasitz, wo haben wir die Batterie? Da müssen wir ausbauen. Wieder eingebaut? Ja. Nochmal. Wir kriegen Gesellschaft, ne? Wir kriegen richtig Gesellschaft. Oh. Steig ein. Wir können. Ich habe solche Aktionen marketing, weil das war wegen der Alarmanlage wieder. Vor allem verstehe ich nicht, wir haben doch Hijacking oder wie das heißt, die Gummis, ne? Oh, die Hecke bricht dir leicht das Genick, ne? Ja, ich hab's schon gesagt. Kann man das nicht vorher erkennen, ob ein Auto sowas hat und das abschalten? Ja. Da brauchst du, glaube ich, dieses Alarmanlagen für Vollidioten oder wie das haben wir doch. Ich hab's doch auch schon gelesen, aber da kommt kein Menü dafür. Doch, da müsste dann so eine.
Du kannst Autos nach Alarmanlagen prüfen und Häuser, glaube ich. Ich würde sagen, wir gehen hier rein, wa? Hier müssen wir ja auch rein. Küchen. Aber jetzt langsam, ne? Wir wissen nicht, wie viele drin sind. Richtig. Nimm den Werkzeugkasten. Luxack ist leer. Hier oben, hier rein. Hier ist die große Küche. Da. Wo sind die Kühlschränke? Da oben stehen sie alle. Zwei Stück und vergiss nicht Reihe. Zwei reichen zu. Zwei reichen, sagst du? Ja, weil du weißt noch beim letzten Mal, wie viel Strom wir verbraucht haben. Ja, wir haben richtig viel Strom verbraucht, da hast du recht. Deswegen das nicht nochmal machen. Enthält Gegenstände. Da ist, glaube ich, noch was. Gefrorene Butter, gefrorene Margarine. Nehmen wir mal mit, ne? Ja, das mache ich auch gerade. Die Orangen, Pfirsiche, Zitronen, das vergammelt ja nicht, Gott sei Dank. Oh, ey, nackte Butter reinbeißen, das ist so eklig. Als du hast das Werkzeug alles dabei. Das ist für mich, ist. Warte mal. 29. Du hast Werkzeug dabei, um alles abzubauen? Ich kann die so hochheben, glaube ich. Die Sachen sind zu schwer für mich auf einmal. Was? Mal anders machen, warte mal. Musst du dich nackig machen? Glaube ja. Ich schmeiß das jetzt erstmal hinten rein. 16. 15. Das ist die Werkzeugkiste, die so schwer gewesen ist. Wir benötigen dann. Das Ding ist immer noch zu schwer. Wie habe ich das denn sonst hochgehoben gekriegt? Ja, du musst schon nackig sein, mehr oder weniger. Tralala, glaube ich nicht. Du musst wirklich Klamotten ausziehen, alles. Alles, die Kühlschränke sind bockschwer, sind die. Deswegen meine ich, ja, leg alles hinten ins Auto rein und dann ich die nicht Kühlschränke sitzen. Krieg die beim besten Ding nicht ausziehen, Rucksack schwer, alles weg. Machen wir anders, warte mal. Erstmal was trinken. Jetzt habe ich 30 heben. Immer noch zu schwer. Gibt's nicht, warte mal. Dann leg doch hier in dein, hier ist das Regal, hier in den grauen Trank, leg alles rein, was du hast und dann trag den schnell runter. Ball das. Alles auf. Nägel. Kann ich den hochheben. Das ist echt übel. Ich aber sonst nie, ne? Ordnung alles ruhig soweit? Ja, ist das Ding ganz schwer. So, da packen wir nur die roten Sachen rein, ne? Mit denen wir kochen gehen. Zwei reichen völlig zu. Dann brauchen wir auf alle Fälle zwei Eckschränke. Die ja, sind hier in den Ecken. Wir brauchen mindestens sehen, die sind gleich einfacher zu schleppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den normalen Regalen mindestens. Und ein Waschbecken. Den Herd kriegst du wahrscheinlich nicht abgebaut, weil du brauchst ja wahrscheinlich wieder Elektrik oder irgend so Kram. Wa? Ist wahrscheinlich. Ich nehme die sonst mal Auge machen. Das Eckstück willst du haben, ne? Ja, Eckstück und 5 Schränke. Wir brauchen Elektronik 3. Was hast du Elektronik? Elektronik? Ich glaube noch nicht, haben wir ein Level. Tischlerei. Ach, nee, ich bin bei Level 0. Elektronik. Ich mache Elektrik dann. Ich mache das dann demnächst. Der Herd ist jetzt nicht so wichtig, aber alles andere, die Eckschränke und alles. Oh, ich muss das Werkzeug gehst du, warte mal. Kannst leider nicht ganz nicht hochheben. Das ist auch schwer, das Zeug. Ich mach das schon, warte. Ich habe ein bisschen mehr Muckis. Auswählen. Zwei Eckschränke, sagst du, ja? Zwei müssen wir mindestens haben. Den anderen kriegst du leider erst. Ja, da ist der zweite Eckschrank. Wer kam denn da rein? Ach, der ist auch mal wieder hier. So,
So, hallo, hört ihr mich? Wir hören dich, laut und deutlich. Aus irgendeinem Grund resettet Discord andauernd meine Spracheingabe. Ja, das ist wegen den Windows-Updates, das habe ich ständig. Rufe haben wir das mittlerweile so eingestellt, dass du das gar nicht mehr abändern kann. Der kriegt nämlich nach jedem Update von Windows einen Tobsuchtanfall. Überrascht mich nicht. Yes. Ja, siehst du. Pascal schreibt gerade rein. Windows und Grafikkarten-Update. Ach stimmt, bei dem Grafikkarten-Update ist ja dieses HD-Audio-Ding dabei, ne? Das wird das wahrscheinlich auslösen. Kommst du auch online, Romano? Industrieöfen? Ja, nein, vielleicht. Geht ja nicht. So ein Herd, meine ich? Ach ja, da war ja was. Entschuldigung. Du hast recht, ich habe Unrecht. Alle Fälle 6 von den Unterschlägen. Ich glaube, Sonnenwald hat gerade ein Flash-Update gekriegt. Echt? Ja, ich muss updaten, bevor ich spielen kann. Hier waren wohl noch einige. Also, haben wir eine Mikrowelle zu Hause? Nein, oder? Nein, keine Mikrowelle nehmen wir. Weg damit. Warum nicht? Gefahr wegen Feuer. Wegen Feuer. Hier sind noch Kühlschränke, die wir gar nicht geplündert haben. Gewürzgurken. 6 Schränke. 6 Schränke hat jetzt Prio. Frisches Brokkoli. Pfeifen wir uns auch noch rein. Da war irgendwo scharfe Soße. Gönnen wir mal ein bisschen. Genau, werde ich mir auch reinziehen. So, jetzt 6 Schränke temporär. Was für Schränke? Die hier, ja, ganz die normal? Die ganz normalen hier, alles raus. Schmeiß mal die ganzen Gegenstände raus. Nehme ich jetzt alle mit. Duschbär. Bitte schwören wir, hier gammelt jemand rum. Hör doch hier was. Nein, da war niemand. Müssen die Viecher durchrennen wie bei Days Gone, wa? Nintendo zieht momentan jeden, der einen Switch-Emulator macht, die Hosen aus. Ja? Ein Switch-Emulator-Bastler für PC wurde vorhin auf 2,6 Milliarden Dollar verklagt. 2,6 Milliarden? Ja. Das ist ja übel, ey. Wollen sie haben. Und es ist ja nicht einmal, wie heißt es? Hier machst du deinen 3-Finger-Spur und dann ist erstmal Ruhe. Nein. Gucken die ganz doof aus der Wäsche. Es ist ja nicht mehr Dingens. Piraterie oder irgendwas, ne? Das heißt, es war wirklich, da hat jemand einen Switch-Emulator gebaut, dass du wirklich die Switch wie so ein Programm, wie Steam, auf PC nutzen kannst. Ja, Romano. Mit einem eigenen Account, mit einem Anmeldeschlüssel, allem drum und dran. Die nutzen aber, ich sag jetzt mal, Quellcodes, diese selber von der Konsole herziehen. Das macht da den feinen Unterschied. Ah ja, trotzdem, Alter. Also, Nintendo sollte die Spiele einfach für PC noch raushauen. Aber PC ist halt kein Nintendo, ne? Sind sie halt sich zu fein für. Wenn du deinen eigenen Store hast, dann gehst du deine Spiele nicht auf einem fremden Store verkaufen. Was will ich meinen? Nato! Alter! Junge, da haust du was raus wie Steam, wo nur die Nintendo-Spiele drauf sind, weißt du? Und fertig! Ja. Kannst du ja machen. So ein Blackboard, weißt du? Bezahlen tust du mit Spielaktivität. Ich glaube, ich habe einen sogar zu viel eingepackt. Warte mal eben. Oh, you must pay. You must buy Switch. Alter, weißt du was? Die Japaner, die sind, glaube ich, immer noch ein bisschen mad darüber, dass wir da 2 Bomben draufgeschmissen haben. So, dann weiter, Tempri. Wir waren das gar nicht. Wir können weiterrennen. Warte, nicht so schnell. Wir müssen. Wo ist die Tür? Ah, da.
Komm mit, Nick, komm mit. Komm mit. Lass noch mal rein. Kannst du da reingehen? Was haben wir denn da noch? Ja. Ich hab was übersehen. Zu der Tür hier hinten. Da, diese Tür müssen wir öffnen. Da, Korridor. So, kleiner schwarzer Schrank hier vorne. Ja. Sofa, was gefällt dir? Blau? Ich würde das Blaue nehmen, oder das Graue hier vorne? Blau ist hübsch, also irgendwie bequem aus, so ein Al-Bandi-Couch. Ja. Alter, wie viele Mods hast du denn hier schon wieder draufgezogen? Oh, Tempri. Was hast du gefunden? Schwarzer Schrank? Warte mal, ich muss die Taschenlampe anmachen. Aber sofort, gib mir einen ganz kleinen Moment. Pyromanie. Hier sind dann noch zwei. 1, 2, 3, 4. So, hier, komm mal. Alter, hier sind wir in Ikea eingebrochen? Wo sind wir denn hier gelandet? Hier, bei den Holzregalen hier rüber. Ich bin überladen. Ich habe gerade 3 Sachen im Inventar. Gib mir einen kleinen Moment. Na dann. Pyromania. Brandstiftung. So. Ich kann es leider nicht erkennen, weil das so dunkel ist. Die Hälfte haben wir jetzt voll, ne? Ja. Wofür brauchst du eine Dunstabzugshaube? Das kommt generell drüber, über den Herd. Brauchen wir auch nur die eine. Was brauchen wir? Schränke oder was? Ich kann es nicht erkennen. Ist das ein schwarzer Ford? Das ist ein schwarzer, ja. Dann nehmen wir den schwarzen. Und dann guck mal hier oben, hier müsste hinter der Ecke ein schwarzer stehen. Großer. Schrank, ne? Warten der. Hier, da bei dir. Das ist der schwarze. Mach mal hinter mir Auge, da ist. Ich höre was. Hier die Nobelvitrine, die will ich auch haben. Ja, eben, deswegen. Nobelvitrine und Nobelvitrinentisch, oder wie man den nennt, ne? Warte, ich heb auf, wenn es zu voll wird bei dir. Jetzt schon wieder überladen? Tatsache. Ja, komm, weiter. Nimm mit. Ich will's nicht hochnehmen, aber mir geht's kaputt, nämlich. Hier ist Bollange, warte mal. Nicht, dass hier wieder 100 Stück auf uns zukommen. Ich hab da heute keinen Nerv für. Porzellanschrank. So, wo seid ihr? Louisville. Sekunde. Louisville, Kentucky. Soll ich da auch spawnen, oder? Da kannst du spawnen, ja. Tempri, komm, wir gehen zurück. Tempri, weg. Wir wissen nicht, wie viele das sind. Komm. Schlage ich den Hammer auf den Kopf. Du bist überladen. Wir sehen, die Alte wollte mich beißen. Ja, weg. Komm. Hast du den Glastisch? Glastisch? Alter. Alle. Komm, kriegst du noch. Den kriegst du noch. Der ist zu schwer. Der ist zu schwer. Okay, dann gehen wir. Komm. Heb dir einen Bruch oder friss einen Kickert. Hopp. Bestell, es wird gleich aktualisiert. Jetzt holen wir die Waffenschränke. Aber wo? Ja, zum Waffenladen müssen wir auch noch. Wir brauchen gleich den UPS-Wagen, ne? Müssen wir erstmal gucken. Warte mal, ich muss jetzt erstmal die Sachen hier rausschmeißen. Sagst du? Alles rein, da komm rein. Wir können auch erstmal abladen, wenn du willst. Erstmal Beta-Blocker. Warte mal, die packe ich jetzt mal alle eben. Die Bauchhängetasche hier vorne rein. Wollen wir erst zurück wegbringen oder wie willst du machen? Ich meine, die werden schon reinpassen noch. Apropos, reinpassen. Wir haben noch, Tempri. Wir haben Platz. Rosa kommt wieder zurück. Genau wie Tempri, diese hier. Ja. Der Polizeiwagen hat hinten noch eine Ladefläche. Echt? Ach ja, da war ja was. Bin ich denn so schwer? Ach, die Sachen habe ich noch wieder. Ah, da ist es. Genau. Das war's. Sind wir wieder ein bisschen leichter. So, komm. Abtrocknen. Nochmal abtrocknen. So. Jetzt holen wir die Militärschränke. Jetzt die Sachen mal eben ausquetschen hier. Ja, aber bevor wir losgehen, wollen wir schnell Lucky Lucky machen, was in dem LKW ist? Für den LKW. Hier, der Riegel. Warte, haben wir da nicht schon reingeguckt? Nee, der ist verriegelt. Der hier unten ist auch verriegelt.
Lässt sich wieder nicht knacken, Rocky. Steht beschissen. Ich kann das. Ich kann ihn nicht. Ah, wo ist denn dieses blöde Brechstange? Bleib mal bitte vorne an der Motorhaube. Sollte hier gleich die Alarmanlage angehen, möchte ich nicht hier stehen bleiben. Ja. Ladies and Gentlemen. Nein! Wo hast du gegengeschossen? Nein, das bist du. Komm. Ich hab nix. Doch, das bin ich. Heizer, Batterie. Ach komm! Werkzeugkiste. Warte, das ist nicht mein Auto. Du hast hier gegen das Auto geschossen, du Nasenbär. Ich kann es nicht ausbauen, ich hab keinen Schraubendreher. Henry, komm zurück. Was, du wieder gierig, Freundchen? Komm zurück. Ah, wir sollten hier ganz, ganz schnell weg. Wir haben Bock auf uns. Bist du drin? Ja, sicher bin ich drin. Fahr auf die Rückseite, ist, glaube ich, besser. Ja, dann müssen wir eh hin. Seit wann lösen die Projektile Alarmanlage aus? Ja, wahrscheinlich. Romano jetzt mal eben einen kleinen Moment. Gruppe. Ja, warte, ich bin noch in der Charaktererstellung. Ach so, sagst du Bescheid, ja? Hier gibt es ein Negative Perk, das heißt Vorinfektion, Pre-Infection. Das startest du mit einem unbandagierten Biss. Ja. Und kriegst plus 25 Punkte, die du dann verteilen kannst. Also, ja, aber da musst du gucken, ich sag mal, dass er ganz schnell Gegenmittel kriegst, ne? Haben wir das da? Kannst du mich ziehen? Nein. Ich hab nicht eine Ampulle da, Romano. Wir holen dich aber gleich ab. Ja, dann mach ich das nicht. Die Ampullen haben die Hazmat, Leute. Ja. Vielleicht wenn ich verrecke oder was und wir haben ein paar, dann nehme ich das. Also wir müssen die Hazmat-Tutes finden, weil die haben meistens eine dabei. Meistens, die haben immer einen dabei. Guck mal, Bollange macht hier diese Puppe drin, ne? Jetzt ist die falsch weiter, Kempri. Muss ihn behindert stechen. Ach, die Puppe wolltest du ja haben, ne? Ich will die Puppe haben, ja. Hä? Okay, das ist ein anderes Gebäude. Genau. Komm weiter. Oben auf dem Rückweg. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Waffenkammer. Ich glaube, die war es nicht, die nächste. Okay, noch ein weiter, hier ist der Juwelier. Ja, und hier, los geht's. E-Tank. Den großen willst du haben, ne? Komm her! Kam der Bruder auf einmal her? Keine Ahnung, er ist jetzt weg. Hat einen Wegsbruder. Genau. Ja, die Batterie am wichtigsten ist es blissful. Dass du da. Die Regale können wir eigentlich auch mitnehmen, ne? Draußen in der Hauptlobby ist. Also hier die vier Schränke brauchen, die brauchen wir alle. Ist Schlaf aktiv? Ja, Schlaf ist aktiv. Macht sogar mittlerweile auch Spaß. Haben wir schon dran gewöhnt. Die wiegen gar nicht so viel. Das macht ja richtig Spaß, die Teile mitzunehmen. Haben wir auch wieder die, wie heißt das? Die dynamischen Perks drin? Ja, die sind drin. Musst du zurück, Tempel? Ich komm mit, warte. Mach langsam. Ja, du hast ja keine Waffe gerade. Außer den Sperr, glaube ich, ne? Yes. Wenn du herzhaften Appetit auswählst und du überfrisst dich einmal, dass du irgendwie über 80 Kilo wiegst oder 85, damit du übergewichtig bist und gehst dann wieder runter, dann verschwindet der Perk. Ich habe ausgeglichenes Gewicht. So langsam wird die Luft hier dünn, ne? Viel Platz habe ich nicht mehr. Meiner ist am Schwitzen wie ein Iltis. Du hast abgegeben, ja? Ist leer.
Henry, du stehst gerade auf der Stelle. Soll das? Weiß, warte. Ich muss eben klein machen. Ausbringen. Bist du, wenn du schwitzen, musst du die Klamotten ändern bei dir, damit du nicht schwitzt mehr. Ich kann ja hier schon mal die Maske abziehen, die brauche ich ja aktuell nicht. Die Menüs so. Oh, das ist cool. Outdoorsman, not affected by harsh weather conditions. Das ist ja natürlich geil. Das ist gut, das nehme ich. So. Da kannst du auch nackig draußen im Schnee rumlaufen. Naja. Next. So. Oh, da kommt er aber ein sehr schneller. So, heute einpacken. Travel. Genau. Schieß den Hippie ab. Ja, den einen will ich da haben, den. Hau doch mal ab da. Das ist den Vollkorn-Jesus, bloß nicht hier rein. Ja, das ganz. Siehste, den. Ah, oh, es kommt noch einer. Hat er den die Schädeldecke weggeschossen. Weil der hat hier ein spezielles Outfit. Will ich haben. Was hat er denn? Walker's für ein Outfit? Backpack. Ja, der hier. Das war ein Walker, ein spezieller NPC. Ich hab's schon eingesammelt. Können wir uns nachher angucken in Ruhe. Walker, ja. Ja, der hat links hier gehabt. Desert Utility. Ein Desert Utility Belt, ein Walker Backpack und Walker Leather Growth. Recht. Die Kisten willst so, du sicherlich alles, auch hier haben, ne? Guck mal hier, 65. Nee, die nehmen zu viel Platz weg. Gut. Hinten ist noch ein großer Schrank, oder? Warte mal. Die Kisten holen wir. Komm. Die nee, auch das ist ein kleiner Schrank. Nein, das ist ein kleiner. Hier, die grünen, weil die stapeln wir übereinander für die Munition. Ja, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Militärshirt raus. Ich glaube, von denen kannst du sogar mehrere tragen. Ja, die sind gar nicht mal so schwer. So, dann, Alter, ich habe eine Munitionskiste gesehen. Wo war die? Ach nee, eine Batterie, schade. Hier drüben sind noch vierer, dann sind wir eigentlich durch, das reicht. Polizist. Das Schöne ist, wenn man Feuerwehrmann ist oder Feuerwehrfrau. Gegenstände, mach mal raus. Du kannst mit Militärboots spawnen. Ganz wichtig, Doc, wir haben jetzt hier ganz spezielle NPCs drin. Das sind genau 6 Stück. So Prepper oder Nomad oder wie die heißen. Die haben ganz spezielle Sachen. Musst du Lucky Lucky machen nach denen. Wenn ich sie sehe, dann kriegen die von mir einen Schuss. Kopfgeldjäger. Der Kopfgeldjäger sieht aus wie diese, wie heißen sie ja? Wie so ein Psyker aus Warhammer. Okay. Du hast hier gesagt, nee, nicht Psyker, hier. Todeskorps von Krieg, so hießen die. So. Der Kommissar, oder was? Ja. So, Tempo, ich warte noch für die 2 letzten Schränke, ne? Sieht zu, wo sag mal, die kann ich. Die kannst du doch eigentlich hier, einstecken. Ich sehe es gerade. Wusste ich nicht, ich dachte, es geht auch an Carpet. Mach langsam, alles gut. Okay, ich komme. Warte mal, was braucht man noch? Ich guck gleich noch auf die Karte. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Viel haben wir nicht mehr. Ja, wo geht's denn hier unten auch noch? Was haben wir denn hier? Der Jeep ist auch noch. Hier, die Regale können wir auch mal mitnehmen. Die brauche ich. Verrottete Hähnchen-Nuggets. Hefe. Oh. Enthält Gegenstände. Das Ding enthält keine Gegenstände. Doch, tut es. ...20 Kilo wiegt das Regal. Kühlschränke. Gibt's noch mal Fressalien, Stahle, Frisch, Eierkarton. Du bist jetzt unten rein? Links oder? Ja. Ach, warte mal. Ja. Wo ist denn deine Tür? Oh, hier man spawnt mit einem Rucksack? Das ist ja cool. Echt? Ich hab mich am Rucksack. Ist doch geil. Du hast sogar den Beruf Hitman, ne? Dann startest du direkt mit der Pistole, mit Schalldämpfer. Keine Ahnung, also ich bin Feuerwehrfrau, wie immer. Kantinenbereich. Ach, hier ist ja nichts Kantinenbereich. Warum sieht meine Alte aus, als wenn sie dir ins Gesicht geschlagen hätten, ne? Das ist Minke, ist ganz modern.
jetzt habe ich das ein Regal liegen. Henry, ich glaube, warte mal, ich glaube, hier ist ein Utility Store. Wollen wir da hin? Ja, einen ganz kleinen Moment, ich muss eben nochmal zurück zum Auto, ja? Könnt ihr mich ziehen oder so? Weil hier ist schon Halligalli. Leider gerade nicht. Haar ein bisschen aus, wir holen dich jetzt sofort ab, sobald wir auf dem Rückweg sind, ja? So, Tradl. Da braucht jemand unsere Hilfe. Also kein Utility Store, holen wir erstmal einen Look. Eben. Aber wir haben nur einen Zweisitzer, ne? Warte, ich muss hier hoch, genau. Das ist ein Zweisitzer, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube doch. Ah, das kriegen wir hin, warte. Ich fahre mit einem anderen Auto hinterher. Warte mal. Der ist ein Zweisitzer, ja. Kacke. Super. Nee, noch nicht. Lass mal nochmal wiederkommen. Die Regale passen hier nicht rein. Ich hab doch, du hast den Jeep hinten. Hau rein. Nicht, dass der Wagen zu langsam wird, ne? Ich sag's ja nur. Nein, jetzt hau rein, das Ding hin. Große Metallregale. Die können wir gleich komplett voll machen, wenn wir da sind. Ein bisschen Platz ist da drin. So. Dann einsteigen, gefahren bist. Warte, ich muss Romano eben einladen. Gruppe Dr. Disco. Sehr gut. Versteck. Jetzt müssen wir den Romano auch mal eben einladen. Zack. Und das war's auch schon. Jetzt müssen wir nur wissen, wo er noch ist. Alles klar. Ich bin in Louisville, aber ich habe mich schon um die Situation gekümmert. Das war nur ein Zug. Wo bist du denn gerade ungefähr? Ich bin im Osten von Louisville. Osten? Also ganz Osten. Hier, ja, Straße runter. Fahr hier die Straße runter. Von der Mall, Romano. Oben rechts in der Ecke. Renato, schau mal auf WhatsApp. Ja, das ist noch grade, besser. Gerade schwierig zu erklären, wo ich bin. Das ist noch besser. Boah, das ist ja schwer, der Wagen zu ziehen. Wo bist du? Lass den doch eben abhängen. Das ist doch nicht unsere ganze Möbel hier. Dann fahr doch eben am Haus vorbei, ist er sowieso geradeaus durch. Ja, ich weiß. So, dann gucken wir mal. Wenn so aus, dann suche ich den Bruder. Ach, das geht. Warte, der ist nicht weit weg. Nein, schon wieder das Ladeleck. Oh shit. Hat der ein Afro oder was hat der? Ey, der hat nur Spuck am Körper, Tempo. Ist wahrscheinlich ein Schamane. Steig aus, hol dir die Loot. Plünder sie, ach, die mit dem Scheiße. Schwarzen Kleid. Ja, ich sehe schon. Die hat nur Gold. Und ein Rambo-Messer, Standard-Edition 13. Komm, heilig. Er hat nur noch den Loot am Hals. Ist egal, fahr weiter jetzt. Das ist ein Messer, was im Hals hängt. Oh, hier ist ein Polizeifunk. Das sieht gut aus. Warte, bleib mal hier stehen, wir hängen das hier vorne ab. Henry, was ist? Ey, Nomad, da ist ein Headmat, der ist ein Headmat. Sehr schön. Zombie, er hat eine Ampulle dabei. Jackpot, Baby. Der andere hat eine Pumpgun gehabt, ne? Nein! Der hat den Jugoslawenlüfter, ich hab ihn gefunden. Warte, ich hänge eben ab. Hallo, Kollege. Ja, ich muss. Haar noch ein bisschen aus, wir sind sofort bei dir, Romano. Oh, mein Herz jetzt. Ey, ich kletter gerade ins Haus rein, kommt ein Runner angelaufen. Hat er jetzt abgehangen? Ja. So, Trale, stopp. Das ist ein Zweisitzer. Ja. Fahr mich irgendwo hin, wir hängen gleich ein Auto hinten dran. Du fährst jetzt hier die Straße runter. Geh erstmal geradeaus weiter. Oder hier. Fahr hier runter. Du siehst an der Minimap unten der kleine Bogen. Wenn wir uns im Osten halten. Da müssen wir hin. Oh, Runner. Ich hier auf die Karte, aber das habe ich eine immer noch aufgefahren. Wir fangen ja alle an zu rennen, ne? Genau. Ich höre schon. Der ist bei der Feuerwehr, ne?
Schön Auto. Hello, how are you doing? Everything is fine. And you? Aber wir sehen dich komischerweise nicht. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Hier die Straße runter, nicht anrempeln lassen. Der will was. Ich hab den Ballermann, warte. Lässt den noch an mein Fenster dran kommen. Ich glaube, es hackt. Ich sehe deinen Bruder komischerweise nicht. Ich sehe nur dich. Fahr doch weiter, hier runter. Wohin, wohin? Hier runter, 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 genau. Jetzt nochmal den Bogen runter, genau, da lang. Und da in der Siedlung, da ist der drinne. Oh, Adelec, Adelec, stopp, 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 anhalten. Ja, ja, ja. Was heißt Neverex? Was sind das für LKWs? Egen. Oh, warte mal. Ich glaube, das ist, ist Energy Drinks oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Oh, wollen wir den plündern dann? Den müssen wir plündern. Warte mal, ich muss kurz einen Check machen für die Waffen. Okay, ist alles voll, was? Nein! 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 Bald! Wir sind schon da, wir sehen dich schon. Und wie viele laufen denn hier rum? Guck, dass sie keine Zähne zeigen, ne? So, bleib hier stehen. Hier stehen bleiben. Nein, nein! Nachladen. Wir arbeiten an einer Lösung. Lad doch nach, du Scheißteil. Tadde, langsam wird's hier kriminell, ne? Er wollte rennen! Frag mich nicht an. Gleich ist der Speer im Arsch. Hubschrauber, das ist ganz kacke. Rein mit euch. Also einer nur. Was? Wie nur einer? Ja, wir haben nur einen Sitz frei. Was soll ich sagen? Was für Scheiße. Ja, fahr. Ebre, wir brauchen ein Auto jetzt. Irgendeins, den Jeep da unten. Kurz schließen. Oder hängen ihn ran, hängen ran. Warte mal eben. Genau. Häng ihn ran und steck ein. Ich arbeite dran, gib mir einen kleinen... Oh, der schießt! Fahrt los, fahrt los, fahrt los. Geh ins Haus rein. Haus rein! Ab ins Haus. Wir sollen losfahren, Mann. Ist alles verschlossen, Tempri. Ja, mach ich, Tür ist offen, Tür ist offen. Ey. Ich hab mich geschnitten am Glas. Ich muss die Magazine nachladen, alle. Mach mal bitte die Tür zu. Ja, ja, ich arbeite dran. Hi, der Witzka. Okay, Pack komm. Heli aber auch, echt. Hey, die klopft mal an der Tür. Nein, nein, hier bollert nichts. Ich höre sie doch, Alter. Ich hab eine Schusswunde. Du hast eine Schusswunde. Ernsthaft jetzt? Ja, ich hab im Oberkörper eine Schusswunde. Warte mal, ich guck mal eben. Ich hab Papier, ich hab Pinzette dabei. Bind erstmal ab, ist egal. Ich zinte gerade die Kugel raus. Mir wurde im Bauch geschossen. Scheiße. Boah, jetzt muss ich das nähen? Ich hab schon. Warte, warte, warte. Zack, ich mach das. Nichts machen. Ich bin Profi. Starke Schmerzen. Da musst du jetzt durch. Komm her. Du kriegst eine Tablette von mir. Haben sie in die Bauchdecke geschossen. So, Tradel, guckst du hier? Ich will echt nicht sagen, ne, aber. Tradel, hier liegen Tabletten auf dem Boden. Werf dir mal was ein.
Aber wer bollert denn? Ihr habt hier keine Manieren oder was? Wer bollert hier und wo? Hier ist Klebeband. Blutest du noch? Nein, alles okay. Ist der Heli weg jetzt? Hoffe doch. Dann weg. Dann müssen wir jetzt einsteigen und weg. Warte, warte, warte. Noch würde ich das jetzt nicht machen. Der Heli ist doch weg. Bist du sicher, dass der weg ist? Das letzte, was wir gebrauchen können, ist unterwegs ein plattgeschossener Reifen. Der Heli ist noch da. Oh, hier rennt was. Hier ist eine Nackte. Koch uns doch mal was Schönes dran. Was hältst du davon? Wir harren hier aus und gucken erstmal, dass du dein, dass du so ein bisschen regenerierst. Hier ist ein Cowboy-Hut. Können wir erstmal die Vorhänge zuziehen, wo es gerade so geht? Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt. Hier oben. Oben im Schlafzimmer, in so einem Seitenschrank hinten drin. Umkleidezimmer. Alle Fenster. Boah, Alter, Philipp. Nur so Wichsbrüder im Haus hier. Gleich mal die Zombies draußen begutachten. Einer von denen wird wahrscheinlich einen Schlüssel dabei haben. Hier ist ein geschlossener Regenschirm, 2 Stück. Kannst du aufmachen, wenn auf dich geschossen wird. Gürtel. Genau das machen wir jetzt. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass so ein scheiß Hubschrauber diesmal kommt. Aber cooles Event. War cool. Hat schon was. Wer will denn da schon wieder was? Keine Zeit für jetzt. Fühlt man sich doch gleich wie neu geboren hier. Kleidung machen wir jetzt auch noch eben sauber. Dann trinken wir eine Kleinigkeit. Meiner wird müde. Ja, meiner auch. Also ich bin jetzt bei 31. Bei 15. Ich bin auch bei 31. Du bist bei was, Romano? Wie viel hoch? 15. 15? Dann lass uns oben mal schnell Betten suchen. Ja. Und ins Bett legen. Du weißt, wenn wir jetzt schlafen gehen, kommen wir mitten in der Nacht raus. Geht nicht. Also hier ist ein Doppelstockbett und ein Einzelbett. Wer pennt unten? Ist egal. Wir pennen alle in einem Raum. Ich kann auch stehen schlafen wieder. Kommt ihr dann hoch ins Schlafzimmer? Komm, oh, Zombie-Vixier-Ampulle ist hier drin. Was? Sehr gut. Eine Zombie-Ampulle. Die hast du aus meiner Tasche rausgenommen, oder? Ja. Nein, die ist hier. Ach so. Hat meine Tasche hier auf dem Boden liegen. Ups. Hab ich noch nie angezogen, ja? Lass ruhig. Lass die mal ruhig bei dir. Ich hab eine Violine und ein Saxophon. Spiel uns mal dein Lied. Violine? Der Lied von Tod. Entweder wir fahren zurück oder schlafen. Ich bin eigentlich für jetzt zurückfahren. Ja, wäre ich jetzt auch für, weißt du? Oh! Hat sich einer ins Haus geschlichen. Ich höre Bollange. Ja, hier ist einer drin, hier unten. Hier ist im Nachbarzimmer. Da sind die alle reingekommen. So viel zum Thema, einer soll unten schlafen, was? Hubschrauber ist immer noch da. Mach keinen Scheiß. Doch, der fliegt draußen. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Moment, erstmal runter. Lass sie mal ruhig rumfliegen, der lockt sowieso die ganzen Zombies an. Ja, deswegen gesagt, das will Letzte, ich eigentlich was wir gebrauchen können, ist, dass einer auf uns schießt. Ja, ich spürste mich im Bauch nach wie vor, die Kugel.
Der Tradel hat eine Bleiintoleranz entwickelt. Ah, wie lange fliegt denn der jetzt hier rum? Ich hab Schokolade gefunden. Schokolade hilft gegen Schusswunden, ne? Komm mal runter. Ich hab sogar. Oh, Noss. Wasserflasche. Boah, hat er die Bauchflasche jetzt nicht mitgenommen? Ach, ich brech daraus Essen. Wer hat ein Metallrohr? Ich hab die alle mitgenommen letzte. Garage war voller Metall. Immer noch. Da ist doch meine Bauchtasche. Guck mal hier. Brauchen wir natürlich, sonst geht's nicht. Mir fehlt aber trotzdem was. Enge Tasche verloren? Ach du Scheiße. Mach. Ja. Nee, die ist hier. Kommt das sofort, wenn der parkt da irgendwo draußen? Vielleicht wartet er auf uns. Kann denn nicht der Sprit ausgehen oder der knallt hier irgendwo auf den Boden? Wenn das Event vorbei ist, ich sag jetzt mal, haut er sowieso ab. Wer hat hier Red Bull gesoffen? Das war ich, hab ja alles rausgeschmissen. Immer noch. Das ich will nicht rausgehen, Tempri, der kommt sonst wieder zurück. Das ist das Auto. Nein! Das ist der Heli. Oh. Ja, das Auto auch, aber der Heli ist hier. Kommt zurück. Ja, schon. Doch ist der da. Mein Speer ist gleich im Arsch. Soll man ins Nachbarhaus gehen? Was meint er? Welches Nachbarhaus? Hier runter. Das Grüne? Okay. Doc, kommst du mit? Ja, warte. Wo seid ihr? Kannst du irgendwie. Tempel, kannst du irgendwie auch. Garage ist offen, komm rein einfach. Das Haus da. Ach, in dem Haus bin ich gespawnt. Das ist gut. Meine Fresse, das gibt's doch nicht, Alter. Dann hat Romano schon alles auf links gedreht. Sollen wir Fernsehen gucken? Ach, das ist doch nervig. Ich will nur brauchen, dass ich wende. Irgendwann. Doc hat schon alles geplündert hier? Plünderung. Gut, ich bin hier drin gespawnt, wie gesagt. Oh, warte mal, ich sehe eine Gaspulle. Was? Oder? Nee, die ist raus. Schade. Es gibt noch Torhäuser auf der anderen Seite, Tempri. Jetzt können wir da rüber gehen. Doppelstöckig sogar. Ja, Sprinte, Sprinte. Schlag die Tür ein. Moment, Fenster, ey, wartet auf mir. Alter, welcher Penner schließt denn hier ab? Das gibt's doch nicht. Ja, Tradel. Er wort, ey. Oh, 1000 Punkte, ey. Komm mal rein, Tempri. Kannst du die Gläser mal entfernen? Ja, das geht nicht. Ich hab mich gerade geschnitten. Das Glas erst. Was ist das denn für eine? Verpiss dich! Hau drauf! Ey, die sind hier drinnen! Ah nein, das sieht doch so aus. Ich hab meine Schuhe verloren, ey. Wie, du hast deine Schuhe verloren? Wie kann man denn seine Schuhe verlieren? Ja, das habe ich auch gerade zum ersten Mal gesehen. Scheiße, hat er die auf den Boden geworfen? Zieh doch ein Zombie die Schuhe aus, die haben doch alle gleiche Größe. Oh, Mann. Doch, das Geboller kommt von oben. Ne? Beim durchs Fenster springen hat er mir jetzt die Schuhe ausgezogen. Gibt's dran, was soll ich dir sagen? Warte. Ach du
Scheiße. Noch wissen die nicht, dass wir hier sind. Hau drauf! Warum hat er keine Hose an? Was ein Mensch. Wahrscheinlich eine Gangbang. Ey, da ist ein Polizist. Der hat einen Ballermann. Guck mal nach da. Lass mich mal schauen. Hier ist noch einer. Wie mehr. Tritt dir auf den Kopf. Komm her hier. Militärstiefel hier oben. Wo bist du? Oben. Ich kann nicht laufen, das ist das Problem. Ich brauche ganz schnell die Schuhe hier unten. Ja, warte. In der Küche. Das ist kein jetzt Problem, blöd. Ich komme zu dir. Hier bollert's doch. Bollert doch noch was, Alter. Komm mal schnell mit den Schuhen, wo bist du? Komm her. Auf zu bluten, du Weichei. Ich hab nur noch halbe Moral. Da sind die Schuhe. Hol dir was aus dem Kühlschrank, iss mal was. Will ich gerade. Augenzieher. Werkzeugkasten. Mautradel, weißt du was? Du hast dir echt für Arsch die Füße aufgeschnitten. Wir hätten einfach noch rumlaufen müssen. Gartentür ist offen. Was soll ich dir sagen? Das hier doch noch drin, ja, das ist hier oben bei mir. Da brauche ich aber leicht eine Hilfe. Wenn hier mehr als zwei Leute drin sind, meiner ist hier kurz vorm Umkippen. Ja, Moment. Bist du denn gerade oben auf der oberen Etage oder was? Ja. Antidepressiva. Hat einer von euch Probleme? Nee. Hau ihn vom Kopf! Steche zu wie Winnie-Two. Oh, hier ist ein Fanny Pack. Und? Was ist das denn hier? Strumpfband. Das sind diese Fuchsschwänze, die du dir mal stecken kannst, wahrscheinlich, wa? Jo, hier ist ein Waffenreinigungskit. Oh, nice. Nimm ich mit. Ich hab von dem Polizisten nämlich gerade eine Desert Eagle. Die ist hier bloß nicht. So, Tradl, wir müssen uns hinlegen. Ganz schnell. Wir könnten gucken, dass wir früh morgens nochmal losfahren. Was hältst du davon? Ja. Also hier ins Schlafzimmer, ja? Geh mal ran. Geht ihr beide hier? Ich gehe rüber ins andere. Das Badezimmer. Ich hab das Zeug doch genäht. Was will denn das Scheißspiel wieder? Warte, komm mal her. Tiefe Wunde. Moment. Bist du schon wieder? War Romano? Nein. Tempri? Höre dich. Aus irgendeinem Grund ist meine Nadel raus. Deswegen kann ich mich nicht verbinden. Ich verblute. Bleib stehen. Nicht bewegen. Ich brauche eine Nadel. Ich muss nähen. Komm her, ich mach das schon. Wo war das? Unterkörper, ne? Beide Füße sind tiefe Wunden. Deswegen verblute ich auch. Muss nämlich genäht werden. Hast du dir aber auch einen Scheiß ausgesucht, ja? Warte. Mach mal nix hier. Alkohol, Tupfer, kriegst ein Pflaster jetzt da drauf, warte mal eben. Das genäht muss es werden. Nix machen, du wartest jetzt hier. Du brauchst einen Faden und du brauchst eine Schnur. Wenn ich wüsste, wo ich jetzt so ein Ding herkriegen soll, ne? Hier ist ein Erste-Hilfe-Set. Deswegen... Alkohol, Tupfer, warte mal. Krempel mal unten alles auseinander, Romano, ob du hier irgendwo was findest. Eine Schnur habe ich auch nicht. Meine Schere ist auch weg. Ich habe doch auch normalerweise alles hier gehabt. Ich auch? Das ist aber weg. Mit Nadel, Faden, Schere, alles weg. Ich habe hier noch ein First Aid Kit. Ja, musst du mal gucken, was drin ist. Ich droppe dir das mal. Ich habe Painkillers, nee, Antidepressiva. Nee, Nähset.
Ja, du musst zurück. Dann muss ich zurückfahren jetzt. Geht nicht anders. Ja, komm. Rein. Ab ins Auto. Keine Chance sonst. Fahrt ihr beide los. Ich guck, wie ich hier wegkomme. Problem ist, ich komme. Das Auto ist viel zu weit weg. Warte. Humpel. Und dann steige ich hier ins hintere Auto ein. Ja. Steig ein, Tade. Warte. Bitte lass den Helikopter leicht nicht kommen. Der war angekettet. Hey, das Auto ist abgeschlossen, Mann. Wie? Echt jetzt? Ja, das ist abgeschlossen. Ich komm nicht. Wie kann das abgeschlossen sein? Komm mal weg. Ah. Komm, Tür aufbrechen jetzt. Bin dabei. Weg. Brich die Tür auf und dann einsteigen. Ich bin noch. Jetzt kannst du. Ein da und jetzt weg. Ja, gerade ist doch gut jetzt. Jetzt. Vollgas. Gasolina. Second Wind? Was habe ich jetzt gekriegt? Was? Hast du ein Fahnen? Linker Unterarm. Ich habe mich gekratzt. Wo das denn? Blaster. Das nervt schon wieder. Wieso ist das Zeug aus dem Krankenhaus? Nadel war das Wichtigste immer. Schlaf. Second Wind. Ich habe einen Blitz. Keine Ahnung, was das für ein Perk ist. Vielleicht habe ich jetzt Angst, wenn es donnert. Gleich sind wir da, Tralle. Letzten paar Meter schaffst du noch. Was ist doch das Gebäude gerade? Ach, da oben. Normalerweise habe ich alles Mögliche, wie gesagt, bei mir drin. Boah, da steht ein Container. Renato. Ernsthaft jetzt? Weg. Ist das der rote Jeep hinter uns? Ja, klar ist der das. Kannst du gleich die Batterie rausreißen? Ja. Fährst jetzt direkt in die Garage rein und hältst du vor dem Fahrstuhl. Da ist ein Hanzo Hasashi. Fahr weiter. Nicht anhalten. Weiter. Leck des Todes. Jetzt aber. Reiß die Batterie da raus. Bin dabei. Gib mir einen kleinen Moment. Was ist das denn hier? Oh. Das zählt nicht an. Hoch mit dir, Tade. Nicht stehen bleiben. Und du! Kommt alle hoch, kommt zum Fahrstuhl. Wir fahren alle hoch. Ist egal, was hier unten ist jetzt. Doc, wir gehen hoch. Ja. Ist ja schön, dass ihr jetzt hochgeht, aber. Wo bist du? Ja, am Tor. Komm her. Nicht diskutieren mit der Völker. Hau drauf! So, durch. Das werden jetzt zu viele. Die kommen von oben. Ab an den Fahrstuhl dran. Nein, zum Fahrstuhl. Ja, ich komme. Sag's doch extra. Rechtsklick, use Elevator rechts, und dann hoch. So, ich lebe. Hört richtig, dass im Keller unten Action ist. Ach, herrlich, Tralle. Schön, hast du das gemacht. Jetzt komm erstmal mit. Ich will mich erstmal nähen. Warte, ich hole Nadel und Faden. Chirurgische Nadel. Wie die Messis, Alter. Was ist los mit euch? So, das war das. Wo ist der Faden?
Ich hab schon. Medizin ist. Bleib doch stehen. Bleib stehen. Okay. Habt ihr die ganzen Wohnungen hier ausgeräumt oder was ist hier los? Ja, wir sind gerade auf so einer Selbstfindungsphase. Kannst du nur Bandage. Ah, warte mal, hier nähen. Chirurgische Nadel. Schmutzige Bandage. Genäht. So, Bandage anlegen. Warte. Bandage. Schusswunde war ja auch nicht genäht. Warte. War Rambo, ich sag jetzt mal, der hat das auch mit der richtigen Nadel gemacht. Alles verabschiedet, danke. Hast du Schmerztabletten? Ja, hab ich schon gegessen. Erstmal was fressen. Aber sowas von. Wolltest du einen Wein haben? Nee, ist gut. Oh, ich hab Dr. Pepper, Alter, geil. Aber wir wollten ja eh schlafen. Ja. Wollt ihr denn genug Betten für uns alle, oder? Nee, sicher, das Problem ist, wir haben aktuell nur den Stuhl. Und wir müssen den Stuhl alle gleichzeitig anklicken. Also anklicken, dass das Menü kommt. Morgen will ich wie bei Ikea wohnen, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. So. Ihr seid alle jetzt verarztet? Du musst mich überhaupt nicht verarzten. Ich bin ja gar nicht. Was ist denn der Stuhl da oben? Ist hier oben. Macht's euch bequem. So. Schlafen. 3 und klick. 2, 1 und klick. Und yes. Mich ja gar nicht. Okay, einer läuft noch. Schlafen, jetzt aber. Zack. Ja, geht nicht. Läuft. Geht noch nicht. Nicht abbrechen. Wenn die Uhr da ist, dann nicht. Wie bitte? Wer ist aufgestanden? Nee. Gerade steht einer mir im Weg. Deswegen. Ja, ich sehe nicht, ich habe schwarzen Monitor. Die Uhr steht da. Ja. Hupst uns beiseite, du machst das schon. Es geht nicht. Okay, dann hättest du den Stuhl mitten im Raum gestellt, dann machen wir's funktionieren. Kommt, wir bauen das Bett auf einfach. Das liegt ja hier. Geh mal beiseite. Lass das mal den Papa machen. Stell das irgendwo hin einfach. Ich kann das, ich bin Profi. Extravagantes Bett. Ja, extravagant, deswegen. Oh, mal gucken, haben wir denn hier irgendwo. Hab ich denn hier. Ach, das ganz. Ah, warte mal. Die ganzen Sachen hier rausschmeißen, kein Wunder, dass das hier nicht geht. Porno-Magazin. Hast du ein Porno-Magazin gefunden oder was? Ja, liegt hier auf dem Boden bei euch. Hotti Z reduziert Langeweile um 40 und Stress um 50. Ja, warum auch nicht, ne? Brech ins Essen. Doc, komm mal kurz hier in die Ecke hier oben. Warte. Da liegen die Klamotten, die wir bis jetzt so gefunden haben, von den Special NPCs. Da ich will doch das Amazonen-Outfit. Ja, das liegt da hier oben alles, hier in der Wand. Haben wir alles auf den Boden geworfen. Die sammeln wir die Teile. Das sind echt gute Teile auch dabei. Ist das Bett so ich schwer? Ich kann das Bett nicht aufbauen, ja klar. Gegenstand platzieren. Objekt, ich muss Objekt platzieren, das haut nicht hin. Das hatte ich komisch vorhin auch. Kann das sein, du musst mehrere Teile schon im Inventar davon haben? Ja, ich brauche alle im Inventar, im Grunde genommen. Ich habe eine Batterie noch dabei. Schmeiß mal alles raus, wieder. Ich muss erstmal das ganze Ding hier leer machen, warte. Ich habe nichts dabei. Mach mal eben meine ganze Umhängetasche hier leer. Ja, so viel Schrott gerade drin. Nee. Geht trotzdem nicht. Muss Rucksack ablehnen. Alles runter. Geht nicht anders. Ich muss die Sachen doch irgendwie mitschleppen können. Die schusssichere Weste kann ich jetzt schon wieder wegschmeißen, ne? Weil der Renato den mit dem Speer getötet hat, da ist ein riesen fettes Loch drin.
Du kannst knicken. Echt? Kriegst du echt das Bett nicht aufgebaut? Ich krieg's nicht aufgebaut. Bei aller Liebe nicht. Deswegen meine ich doch, schmeiß alles raus, was du an deinem Körper hast. Warte, ich werf jetzt alles hier, die Werkzeugkiste, alles kommt jetzt weg. Ja, hätte schon längst rausgeworfen, die Werkzeugkiste. Rucksack ablegen. Kann nichts ablegen. Was ist das denn hier? Also zum Lesen hast du mehr als genug, Doc. Kann nichts mehr abwerfen. Was ist das denn jetzt? Liegen jetzt so viele Sachen auf dem Boden? Nein, das ist so was anderes sein. Jetzt geht's wieder. Eigenartig. So, jetzt gucken wir doch gleich mal. Sekundär ausrüsten. Lief ja sonst auch. So, jetzt geht das Ding dann auch. Ja, einfach hier so an die Doppelwand stellen. Warte mal, jetzt warte. Stellen wir nachher nochmal um. Was haben wir hier noch? Was ist das? Extravagantes Bett, das fehlt auch noch. Ich breche ins Essen, ey. Nimm mal das extravagante Ding und schieb das mal hier rüber. Okay, warte. Genau hier vorne vor, wo ich jetzt stehe. Genau da. Danke. Nicht platzieren. Ich weiß, ich glaube, du musst Bett 1 anklicken, oder? Die 1. Habe ich. Ich habe das Bett 1 hier. Achso. Mal die anderen mal raus. Kann auch sein, dass das deswegen ist. Jetzt nehme ich mal nur das erste in der Hand. Ach so, ja, genau, da war ja was. Ja. Das darf nicht im Rucksack sein. Genau, die dürfen nicht im Rucksack sein. Das ist es. Oh. King Size. So, jetzt aber hier hinlegen, nicht diskutieren. Ich kann am Stehen schlafen, ich habe den Perk. Du kannst am Stehen schlafen. Guck dir mal die. Oh komm, leg ich mich mit ins Bett. Alter, gerade geh weg, du Perverser. Ohne Witz. Rothaarig oder was? Hat ein Schaf. Aber was stimmt mit dir nicht? Das ist gestört, wieder, Alter. Der Drahtel ist dann wieder sexistisch wie Pietro Lombardi. So, leg dich jetzt hin hier. Ja, ich hab schon die Uhr gedrückt. Ich sehe schon die Uhr. Mano, du? So. Jetzt geht's. Liegen bleiben, bis einer aufsteht. Was war das? Einer ist wach geworden von euch. Nee, ich bin voll. Deswegen. Außerdem ist es Nacht ab 23 Uhr oder 22 Uhr, was das gewesen ist, ja. Geht hier die Post ab. Da solltest du draußen nicht mehr rumlaufen, Romano. Alles, was da draußen jetzt kreucht und fleucht, willst von hinten. Weil jetzt ist da draußen gefühlt alles am Rennen, aber wirklich alles. So, wo war ich gerade? Genau. Muss ich erstmal die Scherben meiner Vergangenheit hier aufsammeln. Brecheisen. Check. Ach, ich pack was an meinen Schrank check. Da alles rein, sonst hab ich keinen Platz mehr. Oh, Müdigkeit 18, check. Alter. Was ist los mit der? 18? Trink dir ein paar Energies. Ja. Müdigkeit 18, hat meine. Hast du gesunder Schläfer, oder wie das heißt? Perks? Komm, nein. Hatten wir uns reingemacht, da brauchst du nur wenige Stunden und bist wieder voll. Ja. So, der andere so. Hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Und hier habe ich. Jetzt guck mal, die Tiger-Machete, die machen wir auch noch dran. So, Tempri, da bist du ja. Hier, auf dem ganz kleinen Moment, ne? Ja, ich sehe dich, du rüstest dich sicher aus, deswegen hier. Da.
Den Amazonenspeer, ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Anbringen, Rücke. Den kannst du reparieren übrigens, ne? Das ist gut. Das ist sehr gut. Handtücher, Beta-Blocker, chirurgischer Nadelhalter, improvisierter Bandage, Panzerband lasse ich mal liegen. Hier ist noch so ein Jugoslawenlüfter. Will den einer haben? Dein was? Schrotflinte. Knallstock. Harmsgard. Jugoslawenlüfter ist das Universalwort für Schrotflinte. Ach so, und Doc, bitte aufpassen. Manche Fenster sind kaputt oder offen, also nicht durchhüpfen. Warum die ganzen Wichstücher denn hierher? Stofffetzen. Irgendeiner hat hier Stofffetzen verloren unterwegs von euch. Mit was hattest du normalerweise so gekämpft? Mit Klingenwaffen, Doc? Mit der Axt. Mit der Axt. Ach so, komm mal bitte her. Komm mal mit hoch hier. Schrank zu dem linken Schrank. Und scroll mal ein bisschen. Da irgendwo steht's. Warte, wo war das? Ganz nach unten scrollen. Ja, ganz nach unten. Weiter. Genau. Da steht Melee Weapon. Da steht in Klammern Axt. Bitte lernen. Dadurch levelst du die Axt viel schneller. Ja, ich bin mir dessen schon bewusst, aber wo ist das? Ganz unten. Ganz unten scrollen. Nein, unten ist Lanes Auto. Linker Volume. Schrank. Ah. Der rechte Schrank sind die kleinen Magazine. Ich fahre mal ganz kurz runter. Ich denke mal, du hast unten aufgeräumt, ne? Nein. Bist du ganz sicher? Nein. Nein, wir sind geflüchtet. Ich würde da jetzt nicht runtergehen. Ah, guck mal. Das ist sehr cool. Das wäre jetzt absolut alles, wenn du jetzt runtergehst. Weiß nicht, was dort steht. Lass sie sich verteilen. Aber, Karl, ja? Ich leg dir das Buch dahin, weil das, wenn ich das zurückpacke, dann kann ich es nicht mehr reinstellen. Hier ist ein Prepper, glaube ich, ne? Was, wo? Unten. Dann komm ich runter. Junge, schieb mich doch hier nicht. Entschuldigung, da bin ich. Bist du sicher, Tempel? Der liegt hier tot. Warte mal, ja, komm mal runter hier. Ja, ich komm. Wer trägt denn hier eine pinke Hose? Was ist los mit dir? Ich hab 11 Schuss genau für dich. Treff ihn nicht. War fließlich. Hier vorne liegt er. Oder was ist das hier? Militär. Oh, Munitionsband, Patronen. Kugelsichere Weste. Warte mal, ich hör was. Platsch. So, was wollt ihr? Genau, jetzt weiß ich das wieder. Das ist. Du sag mal, haben wir noch Alkohol oben? Wir müssen mal gucken, wie wir selber hier Wodka brauchen, ne? Hier ist kein Prepper, hier gibt's keinen. Komm wieder hoch. Kleidung zerreißen. War nicht zerreißen, war mal das anders, sekundär. War das jetzt vorhin ein Scherz gewesen, dass hier ein Pornoheft liegt? Warte, das war kein Scherz. In der Küche. Auf dem der Boden. Der Trale muss jetzt erstmal gucken. Hotti-Zett, da liegt es. Verschwindet das Ding, wenn man das liest? Das weiß ich, Alter. Lass es liegen, okay, Alter. Das Ding ist selten. Du hast keine Ahnung. Hast du das Kannibalenbuch auch gelesen mit den Rezepten? Was für ein Kannibalenbuch? Ja, da gibt es ein Buch, da steht drunter. Das Kannibalenbuch mit Rezepten. Mit Rezepten? Ernsthaft jetzt? Ja, es stand dran.
Das ist hier das Buch, was er kaufen wollte. Wie ist das, Romano? Von Hannibal hier. Kochen mit Hannibal. Ja, das Kochbuch. Das Kochbuch von Hannibal. Wie sie die ganzen Gerichte aus der Show zubereitet haben. Das ist kein Erzählen. Ui. Was hatte ich schwöre, ne? Ich gebe mich gleich umbringen und mache einen neuen männlichen Charakter. Also meine ist eine Tante. Dein Hemd ist zerrissen, das sehe ich von hier aus. Das muss so. Ich muss Schneider löffeln. Wenn du Werkzeuge suchst, die lagen in der Küche oben. Okay, Küche ist ja noch nicht definiert. Ich würde erstmal sagen, wir gucken erstmal, dass das, dass die Bude hier ein bisschen aufgeräumt wird. Das ist ja unerträglich. Ja, was meinst du, weißt du, wie das vorher aussah? Wir waren überall Wände und Zimmer, haben alles rausgekloppt. Ja. Aber warum? Ja, weil das. Das wissen wir noch nicht. Wir hatten so eine Selbstfindungsphase und Tradl meinte dann mit dem Vorschlag, haben wir die Wände einzuwichsen. Was ist denn eigentlich in der zweiten Etage? Sind dann immer noch Zombies oder? Nee, da ist eigentlich Ruhe. Du kannst auch, Romano, wenn du dir was Eigenes aufbauen möchtest, zeige ich dir was. Hol mal den Vorschlagkammer. Ich mach mal die Wohnung da auf. Ah, du hast ja die eine Wand hier zugemacht, ne? Die eine. Ich hab beide zugemacht. Ja, du machst es wieder auf, dann kann er gucken. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr hier, wie heißt es, am Balkon und sowas steht, ne? Ja. Wir haben die Möglichkeit, aufs Fenster zu springen. Das heißt auch, wir können vom Balkon springen. Das können auch die Zombies. Ja, ja. Die bleiben aber auch dementsprechend sofort liegen, ne? Ja, wir glaube ich auch. So, jetzt gucken wir mal. Bandagen säubern. Wir haben auch eine Golftasche, die kannst du als Rucksack nehmen. Ey, guck mal, hier ist doch ein Bett, Alter. Embry, hast du schon aufgerissen, die Wand? Noch mal ganz kurz. Improvisierte Bandagen. Nein, habe ich noch nicht. Wo ist der Vorschlaghammer? Der liegt. Ich weiß nicht, wo der hingelegt ist. Ja, hier ist auch ein Kinderzimmer. Hier ist ein Hochbett. Ja, da war noch ein Kinderzimmer, so ein Doppelbett drin, ne? Ja. Embry, komm das mal in die Küche, da liegt der Hammer. Warte. Zeigst du mir, wo der Hammer hängt? Ja, hier, wo ich sehe. Da liegt am Boden da. Hier? Dann mach ihm mal die Wand auf, damit er das sieht, das Zimmer daneben. Oh, warte, gib mir einen kleinen Moment. Lalalalalala. Gut, genau. Hey. So, kommen Sie, hier lang. Er reißt. Komm mit, der reißt jetzt hier die Wand wieder ein. Den haben wir vorher zugemacht. Muss ich mal eben gucken, was das hier war. Nicht, das ist das. Nicht, dass sie uns jetzt hier, ne? Einen Schmachofatz machen? Nein, hier wohnt keiner mehr. Wohnung ist leer. Ui. Ist ein bisschen runtergekommen, aber die kannst du meinetwegen haben, wenn du möchtest. Ist ja alles. Hast sogar noch ein fettes Bett hier, guck mal hier. Ja, das ganze Gebäude war voll mit Zombies, ne? Weißt du, wie lange wir gebraucht haben, das Ding geleert zu kriegen? Erzähl ihm doch mal was von unserem schönen Saubermann-Fahrzeug. Ja, klar. Ach, wir haben einen Straßenkehrer, ne? Ja. Man kann die Straßen sauber machen. Auch Zombies. Nice. Sobald die unten reingezogen werden, die werden sofort nackig gemacht. Und aus den Zombies macht er direkt, der macht direkt Dünger daraus, ne? Er lacht. Der macht wirklich Dünger draus, Romano. So wie die sind, kommen die direkt aufs Feld. Hey, ist ein Gameboy. Hier liegt alles irgendwo so ein bisschen verteilt. Ja, wir sind noch am Dekorieren, das wird dauern. Improvisierte Bandagen. Davon mache ich uns jetzt mal ein paar fertig, ne? Ey, ist ja noch eine Wohnung, Alter. Das sind immer pro Etage 4 Wohnungen. Cool.
15 improvisierte Bandagen. Wie schwer sind die denn jetzt? Gar nichts wiegen die. Geil. Das ist richtig geil. Riesling, hier liegt Wein. Wattebällchen, wofür bräuchte ich die denn? Alkoholtupfer nehmen wir mal mit. Liegt hier noch Antibiotikum? Brauchen wir nicht. Antidepressiva reicht eine Pulle. Bandaju, nehme ich das mit. Das ist ein Starbucks-Kaffee, ne? Frische Kartoffeln liegen hier auf dem Boden. Jetzige ACP-Munition, Schlaftabletten. Ich glaube, aus Prinzip gehe ich rüber in die andere Wohnung. Für alles andere komme ich dann rüber, oder was? Was du da gerade? Ah, Silber. Schmuck, ne? Ja, Silber. Wir haben ja so viel Schmuck, wir müssen das ja ein bisschen verarbeiten, das Zeug hier. Guck mal, dass ich eben den Hänger reinhole. Du kannst mir gleich kurz helfen, Romano. Ich habe einen Einkaufswagen, den kannst du voll machen mit den ganzen Sachen, dann bringen wir die eben hoch. Wegen Küche, ne? Ja, den Trolley, den brauche ich jetzt. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wiege ich. Werkzeugkasten lassen wir direkt hier. Den Faden packen wir mal rein. Sprich zu mir. Keine 9mm Munition mehr. Ne? Musst du die Waffe umbauen. Was anderes. Mache ich gleich mal, weil sonst kann ich nicht helfen. Als ob du mich gehört hast. Lässt der Trall in der Garage echt den Motor laufen. Haben wir das vergessen auszumachen? Boy. Nie hast du hier Ruhe. Vor die Völker. Wash in the rain. Was kommt denn da noch angelaufen? Na kommt. Nächster. Amazonasperr geht aber ganz schnell kaputt, ne? Echt? Ja. Okay. Der hat sein Pulver gleich schon verschossen. Hier kommt schon wieder irgendwo was angelaufen. Ich höre dich doch. Da hinten. Ich guck mal kurz unter Metallbearbeitung wegen Speer. Was wolltest du zuerst? Militärschränke, ne? Kisten. Ja, erstmal hochbringen. Irgendwo einfach raus in die grauen Schränke rein. Erstmal, dass es nur da drinne ist, ja? Das kriegen wir hin. Ich versuche jetzt erstmal jetzt hier ein Ding zu bauen. Schwere. Okay? Oh, mach das. Weil du, ich sehe gerade, du brauchst das dringend jetzt erstmal. Haben wir Schrauben? Doch, denk mal schon, oder? So. Wir brauchen jetzt noch Metallstangen. Dann hast du deine Sperre. Ist gar nicht mal so verkehrt.
Ja, ich muss gucken, ob wir hier irgendwelche haben. Eine Metallstange haben wir nur, eine. Du brauchst immer zwei für einen Speer. So, die Waffenkammer wolltest du wo haben? Oben oder wo? Kommt hier oben hin, das mache ich dann schon. Erstmal hier in die grauen Schränke rein. Ich platziere die jetzt erstmal alle. Was war das denn jetzt? Oder so. Ey, haben wir wirklich so wenig Stangen nur? Das ist wahrscheinlich. Boah, das gibt's doch nicht echt. Ich könnte schwören, wir hatten ein paar gesammelt gehabt, mal ab und zu. Kurz ab. Also ich kann dir einen Speer bieten, Tempel, komm her. So, warte, aber noch nicht. Ich habe ihn hinter dich auf den Boden geworfen, ja. Alles klar. Schade. Gern noch ein paar weitere gebaut. Habt ihr jetzt erstmal alle hier vorne vor, ne? Umräumen kannst du ja dann gleich selber. Ja, das alte ist es. Wir machen jetzt einen Raum nach dem anderen, bis es passt. Aber die schwierigsten Sachen habe ich jetzt gleich hier oben. Ich glaube, zwei Schränke haben wir noch da. Und dann ist auch Feierabend, was das angeht. Trolley oben drauf. Weithändig ausrüsten. Aschen. Pilze in der Wohnung, Alter. Brauchst du gar nicht erst schlafen gehen. Ich den Trolley nicht mehr von dem nicht zu überladen, eigentlich sein. Nee. Das ist doch Titte. Das ist die Brechstange. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Was eine Alarmanlage ist das? Also definitiv nicht unsere. Lunde. Use the elevator.
Porzellanschrank 1, 2. Ach, guck mal, die Stahltheken haben wir auch noch hier, sehe ich gerade. Komm gleich helfen. Industriekühlschrank. Oh, bequemer Stuhl. Oh. Ich sag's halt, das ist ja draußen am Regnen, ne? Hat Bumm gemacht irgendwo. Ich höre. Dein Dings, dein Schwer hast du schon aufgehoben, ne? Ah, der liegt ja auf dem Boden, sehe ich gerade. Nehme ich sofort mit, ja? Ja, oben liegt dann noch einer. Ich leg den einfach hier oben hin bei den anderen. Du machst das schon. Jetzt brauche ich noch so einen Kackschraubenzieher. Ey, schubst mich nicht. Entschuldigung. Mich jetzt mal raus. Na, klasse. So, nächste Rutsche. Schmackofatz ist da. Oh, den Döner hätte ich jetzt auch Bock. Döner ist immer gut. Joghurtsoße klingt interessant. Bist du am Stream oder was? Oh, ich bin auch online am Stream. Achso. Pascal ist gerade im Chat. Draußen ist Sauwetter, ne? Sagst du was? Richtiges Sauwetter draußen, ne? Aber das Gute ist, da ich das gerade sehe, Tempel, du hast gesagt, du hast Carpentry voll, ne? Ja, und fast, was heißt voll? Schmutzige dann Bandage. Machen wir jetzt gleich. Oh, warte mal ganz kurz. Gut. Erzähl weiter, ich hör zu. Schnapp dir so viele Bretter, die du tragen kannst jetzt. Ich helfe dir mit, ich bring auch welche mit hoch. Okay. Ja, wir müssen jetzt das nächste Bauprojekt anstoßen, damit das schon mal steht. Aus dem Regen jetzt gerade, deswegen lohnt sich das. Bretter, ja? Geh mal beiseite. Ich nehme die Bretter, ich nehme auch etliche mit, wir gehen aufs Dach schnell hoch. Das kann ja was werden.
Nägel hast du? Hab ich alle. Von Fässerborn. Also Regentonnen meine ich, Regentonnen. Müllsäcke sind schon oben alle auf dem Dach. Ah, guck mal da. Ach, scheiße. Was denn? Mich gerade richtig gefreut, weißt du, dass hier eine Axt in dem Schrank ist, aber die ist kaputt. Ja, die müssen wir noch reparieren. Liegt noch irgendwo einer auf dem Boden. Unten im Auto ist einer, die kannst du haben. Sehe ich hier? Ist hier eine Keule oder was ist das? Ja, so eine Gladiatorenkeule, die habe ich gefunden. Die macht One-Hitten, die ist geil. Brauchst du aber, bis du ausgeholt hast, ich sag mal, bist du schon gefressen worden. Reinforced Baseball Bat ist das. Nee, die macht wirklich, die killt richtig gut. Ja? Das ist ja ein Ding. Böse ist. Nein, was macht er denn da? Will ich doch gar nicht alles mitnehmen hier. Weiß doch mal direkt wieder raus. Man könnte eigentlich Batterien laden. Also mal, stopp. Das ist eine gute Frage. Aber das wäre ganz schön OP, meinst du nicht? Weiß ich nicht. Weil die ganzen Sachen hier am Laden. Passen noch rein. Stück insgesamt. Dann machen wir schöne Alarmanlage. Ich höre noch gar nichts. Haben wir sowas wie Gasmasken noch hier oder irgendwas? Ja, sieht schlecht aus. So eine Corona-Maske kann ich dir anbieten. Corona-Maske habe ich auch. So, ich komme aufs Dach. Muss mal ganz kurz gucken. Warte mal, wo habe ich mich vorhin ausgezogen? Hier müssten, glaube ich, die ganzen Nägel noch vor mir liegen. Ja. Was für mit Nägel? Wer atmet da so schwer? Dein Bruder. Sorry. Ich bin auf dem Dach oben. Komm hochgefahren. So. Hier sind die schwarzen Dinger. Da sind ganz Scheinsammeln. Hab ich schon hochgebracht. Keine mehr hochheben. Oder warte mal. Da brauchst du nicht viel Gewicht für die Dinger. So, wohin? So, hier, wo ich jetzt stehe, erste Fass. Daneben das zweite. Warte, stopp. Muss ich erst mal gucken, wo hier bauen steht. Hier drei Stück nebenan. Spring da nicht runter. Du hast eine Sicherheitszone gebaut. Ja, genau deswegen. Traddel wäre jetzt schon tot gewesen. Also im Hauptzahn hier oben drei Stück, ne? War das unter Möbel oder? Unter Möbel Regentonne. Ja. Nicht die Kiste, dieses Regenkiste, wie das Ding heißt. Das Fass, ne? Ja, das Fass. Wohin? Hier, wo ich stehe? Ja, genau, da wo du stehst. Und dann drei Stück hier bis hier runter. Alles klar. Wir brauchen nämlich unbedingt das Regenfässer, weil wir anfangen mit Bauernkram. Dazwischen noch eins. So, mal eben. Ich kann keine Nägel. Warte, ich Bretter irgendwie rausnehmen. Mann, denn da? Wash in the rain. Vier Müllsäcke braucht man dafür. Das hat mir gefehlt. Ja, wir haben mehr als genug. Drei weitere. Genau da auf der gegenüberliegenden Seite, da ist eine Ecke.
Also du kannst ruhig alles jetzt verbauen, alle Fässer, wenn es geht sogar. Wir werden es jetzt hinter nötig haben. Wo? Jetzt hier genau gegenüber, geh mal rüber nach rechts. Da hast du eine Nische für drei Fässer schon. Neben dem Haus. Ja, ganz, hier, ja? Ganz hinter, weiter hinter, ganz in die Wand. Genau, da ist hier eine Nische Wand. Für drei Stück. Alles klar. Genau. Fehlt mir jetzt schon wieder. Regentonne, Brett. Muss nochmal nach unten flitzen. Ganze Dinge schon wieder leer. Packe ich mir aber jetzt direkt ins Inventar rein. Läuft das schneller. Ich habe die Stahltheke noch dabei. Deswegen ist das so schwer. Da. Ja, bei Romano war das einmal nur sauber machen und Lüfterkurve richtig einstellen. Hat es ja richtig drin. So, wie sieht's aus? Warte, ich komm hoch. Hast du noch, wie viele Säcke haben wir noch? Bringen wir mal die Säge mit hoch, dann kann ich hier oben anfangen zu schnibbeln. Säge, okay. Steh aber nicht zu lange im Regen, ne? Du kriegst eine Erkältung von uns. Ich hab mal Handtuch dabei, alles gut. Bin nur klapp. Stehst du? Ach, hier, da ich schmeiß dir die Säge vor die Füße. Sehr schön. So, wie viel von denen hast du denn noch von den Beuteln? 32. Blank okay, dann Male. Dann mach mal hier noch drei Fässer daneben. Bis zur nächsten Laterne hier. Also, da wo du zuerst gebaut hast, einfach nur weiterbauen, ja? Ja. Eigentlich könnten wir schauen, dass wir das Solarplug-in wieder reinpacken, ne? Hast du nicht die ohne aus einem guten Grund rausgenommen? Ja, das hat Fehlercodes aufgewiesen, aber da kamen jetzt auch wieder 7 oder 8 Updates raus. Okay. Ja, die CPU-Paste, die sollte eigentlich noch okay sein. Der hat ja die gute verbaut. Und solche Temperaturen kriegt er ja nicht. Das alle Schränke hier oben schon, oder? Ja, das dürften alle sein. Aber ich suche gerade die kleinen, wo die Küchenschränke drin sind. Ah, nee, die sind noch nicht da. Die waren gerade zu schwer. Ja. Okay. Also bis zur nächsten Laterne durch, sagst du, ja? Ja. Das geht klar. Schätze, das kann ich. Uronauts, das ist diese teure Wärmeleitpaste, wovon du erzählt hast, ne? Okay.
So. Noch mehr Fässer oder reicht das erstmal? Nee, das reicht, das reicht. Jetzt nur erstmal oben liegen, ja. Ich kann damit aktuell eh nichts anfangen. Da ist das ganze Zeug, fliegt jetzt erstmal wieder raus. Ja, das ist ganz schön teuer. 9 Milliliter nehmen die 100 Euro für, was ist da drin? So. Wenig kühl ist er. So, Tempre, wenn du unten bist, dann einmal bitte hier die Küchenzeile, die Holzzeile komplett abreißen. Das kriegen wir hin. Den Herd bitte stehen lassen, ich mach grad Elektrik. Kein Thema. Einen kleinen Moment. Eben den Hautruf suche. Da ist er. Mach ich direkt Kleinholz draus, ne? Ja, Kleinholz. Wir wollen den Kollegen demolieren. So. Den Kühlschrank und den Herd lassen wir stehen. Die Gaspulle, wo hast du die liegen? Die, warte, muss ich selber kurz überlegen, wo die steht. Flüssigmetall, alle 3 Monate neu. Ne, das muss nicht sein. Die Gas, hier steht sie, hier unten am Schrank. Im Holzschrank unten im Osten. Die nehme ich gleich mal mit und flitze mal eben rüber zur Tankstelle. Ich guck mal, ob ich die auffüllen kann. Ja. Wie gesagt, wir müssten erstmal so einen LKW haben hier, so einen Tanker. Du, ich habe letztens, was habe ich da für einen Container gesehen? Warte mal, das muss ich mal kurz überlegen. Da stand deswegen auf jeden Fall so ein Hafencontainer, stand hier vorne um die Ecke. Auf dem Parkplatz. Ja, aber das sind die mit Benzin drin. Nee, nee, das meine ich nicht. Mal meine Sachen hier wieder wegpacken. Eine Ruger ist hier drin. Hm. Schlag haben wir da, wo man ihn findet. Die Werkzeugkiste war hier vorne, ne? Hat er aus hier hingepackt, die Schränke. So, die Spüle abreißen, die 2 kleinen Holzregale müssen weg, auf alle Fälle. Das Ding ist voll. Deine Speere liegen dort links von dir, 2 Meter, in dem Haufen. Ja. Hier, ne? Ja, die liegen da drinnen. Das ist gut. Bayonet, Metallspeer. Nimm mir erstmal einen mit. Das Amazon-Ding lasse ich erstmal hier, ne? Ja, das ist dann anscheinend noch nicht so gut. Da sind die anderen wohl doch besser. Wir gehen auf Metallbändiger. Genau, jetzt den Holzschrank hier vorne. Den auch noch? Ja, wir müssen es hier ein bisschen Platz schaffen. Der muss weg. Den kaputt, auch kein Thema. Warte, was schreibt er? 10 Grad weniger unter Last. Ja.
Nächster Holzschrank. Die beiden Spülen, die da stehen, müssen weg. Wobei, lass mal die untere Spüle noch stehen, sonst haben wir keine Wasserquelle. Wir haben noch Toilette. Ach nee, genau, noch? Toilette haben wir ja. Nee, haben wir ja. Dann kann sie weg. Die Spüle brauchen wir ein Schmeißgerät für, ne? Nee, Rotzange. Nein. Doch, warte mal. Nee, Schmeißmaske brauche ich für. Ach, warte. Lötkolben. Komm mal hier rüber. Komm mal her. Hier, geh mal in meinen Schrank rein. Da ist die Maske drin. Ja, hier ist er. Anziehen. Schweißgerät, Gaskan, hast du wo? Ist das genau. Gaskan ist das unter dir und das Schweißgerät ist im Werkzeugschrank. Ja, das ist Warntank. Erstmal so mit. Hier. Müsstest du mal reingucken. Da ist das der Lötkolben. Ich finde das schon. Lötkolben. Der ist sogar noch voll. Beide Spülen weg. Du kannst sogar den unteren Herd auch wegmachen und den anderen Kühlschrank dort. Das kann alles weg. Enthält Gegenstände, ne? Warte, ich gucke. Der unten ist leer. Der Herd ist leer. Und der Kühlschrank ist auch leer. Kannst alles abreißen. Hier. So, Metallverarbeitung. Gib mir ein Level up. Noch und dann sind wir durch erstmal. Weiß nicht. Also ich habe hier, lag hier gerade auf dem Boot, eine Taschenlampe für meine Pistole. Wie kriege ich die denn da dran? Schraubenbrett, Randschrauben. Achso. Achso, da fällt mir ein, Tempo. Ich habe letztens gesehen, man, es gibt für Britta eine Erweiterung von irgendjemand. Da siehst du ein Menü für die Waffen, also eine Art Informationsmenü für die Waffe, welche Slots frei sind und welche du schon belegt hast. Also Taschenlampe, Schalldämpfer oder etc. Ich glaube, das ist hier schon integriert. Das überschreibt das. Muss ich gleich mal gucken. Mülltonne kann stehen bleiben, ne? Ja, die Mülltonne brauchen wir noch zum Aufräumen hier. Server Restart in 10 Minuten. Na komm, die nehmen wir noch mit. Haben wir erstmal alles kurz und klein geschlagen hier drin, aber? Der Kühlschrank unten noch? Der hier? Gut. Gemacht hast, dann bitte einmal einen Metall-Eckschrank holen. Oder beide Eckschränke. An der Zeit hier, warte mal, ich muss erstmal die Klamotten hier rauspacken. Schweißen tue ich jetzt erstmal eh nicht mehr. Wenn du nach unten musst zum Fahrzeug, komme ich mit wegen, falls noch Zombies sind. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Was war das? Ah, der Fahrstuhl. Fahrstuhl. Einer mein Trolley gesehen? Das Riesending, das kann man noch nicht übersehen. Steht auf dem Dach vielleicht. Du warst das letzte. Ja, genau, auf dem Dach steht's. So wird's gewesen sein. Sachen wieder reinpacken.
Mach diese, los. So, Traller, kommst du mit runter? Ja, Sekunde, warte, ich muss das Inventar noch halt. So, ich habe 20, 28 Schuss aktuell. Na, schmeiß die Fliese raus. Die alle reden. Ich habe aber keinerlei Ausdauer. Eigentlich müsste ich mich ausruhen erst. Nimm den Einkaufswagen mit. Ich habe keine Ausdauer, habe ich gerade gesagt. Nimm den Einkaufswagen mit. Nee. Besser für dich. Ich werde bestimmt nicht den Einkaufswagen. Jetzt können wir runterfahren. Ich weiß, dass hier draußen am Pissen ist. Oh. Zwei Kühlschränke habe ich jetzt direkt ab. Ach du Scheiße, ich habe einen dabei. Wo ist denn der Hänger eigentlich? Draußen. Hast du den? Da wurde ein Abgang. Ja, was... Ah. Ich glaube, du hast im Jeep noch was reingemacht. Ja, auf der Rücksitz, glaube ich. Das nehme ich hier schon mal mit, das Pokalregal. Hast du schon alle Regale eingesammelt? Das ging wohl schnell. Oh, was heißt alle? Kam Besuch rein. Was ich jetzt gemacht habe. Ob jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt geht's. Toll, wir haben unten einen Waschsalon, ja. Geil. So, Tempri. Wo bist du denn? Ach da. Ja, kleinen Moment. Ein bisschen umständlich, die Sachen hier so ein bisschen zu platzieren, aber es geht. Na, erstmal die Eckschränke, das wäre das Wichtigste. Die holen wir dir jetzt. Komm, wir flitzen. Lass meinen Rucksack jetzt eben hier. Wir haben jetzt alles ein, was wir da reinpacken können. Gucken, dass mir jetzt keiner am Hals springt. Fehlt mir jetzt auch noch. So am letzten Drücker. 3,5 Minuten haben wir jetzt noch. Ich ruhe mich erstmal aus, damit ich mal da rennen kann. Ja. Und dann muss ich auch gleich hinlegen. Eckschränke, ja? Na, die müssen zuerst rein. Ein Eckschrank habe ich oben schon stehen. Ja. Kühlschrank sind auch schon oben, ne? 40, 60. Boah, ist das Zeug schwer.
3 Minuten verbleiben. Leichte Wehwehchen. So, Eckschrank wohin? Mit. Warte, ich habe ein Problem, Was ist denn der Kackschloss, haben wir jetzt schon? Ach genau, da war ja was. Nicht meditieren, sollst du den Trolley in die Hand nehmen. So, wohin damit? Wollen wir in die Küche mit rein? Wo ist die Küche? Hier? Die Lampe noch entschrauben. So. Obere. Hier. Hier in die ganze Ecke, den ersten Eckschrank. Hm. Einen Moment. Auspacken. Jetzt muss ich gucken. Eckschrank. Erdspüle. Zweiten muss ich eben holen. Gib mir einen Moment. Ja, ist okay. Licht hier vorne. Tischlerei 10. Bin jetzt komplett voll. Shake it, baby. So, hier vor die Pflanze. Da, wo die, diese beigefarbene Wand ist hier. Da muss der Eckschrank hin. Vorweg. Ja, genau, danke. So, jetzt danach kommen die Kühlschränke. Kühlschrank muss ich mal eben gucken, ob ich den hochgehoben habe. Aber der Server startet vorher leider neu. Ja. Den kann ich platzieren. Wenn ich mich spute. So, hier gleich hier die Ecke. Das sind extra zwei Plätze dafür. Ab da. Direkt an die Wand. Hier an die Wand dran. Sekunden, das schaffe ich noch. Das glaube ich nicht. Zehn Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shake it, baby. Siehst du, geschafft. Ah. So, dann können wir schon mal die verderbliche Ware drüber machen, dann können wir den unten den Kühlschrank abreißen dann. So schaut's aus. Alles im Rahmen des Machbaren, wie du siehst. Ja, und dann brauchen wir die kleinen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele mehr von denen. Die grauen. Also zwei graue brauchen wir mindestens. Vielleicht, nee, drei brauchen wir. Weg wieder. So, was haben wir denn hier? 2 Stunden 15 Minuten auf dem Buckel. Holla die Waldfee. Ich würde sagen, das reicht doch erstmal wieder für heute. So, hat Spaß gemacht. Bis die Tage.